Frenkel frotzelt präsentiert Alien Isolation. Sesam, öffne dich. Wo kommt der her? Aus Timbuktu oder was? Wie lange dauert das denn noch? Und jetzt? Na also. Zum Lorenz Systech-Turm. Oh! Hey, vielleicht hätte ich doch mal losfahren sollen. Und nicht so lange rumsuchen. Naja. Geil. Ah nee, was denn? Ach nee. Muss ich jetzt alles nochmal spielen? Hallo! Penner! Achso, warte mal, wo war denn das? Da war doch dieses Ding hier, ne? Ziemlich genau, knapp 3 Stunden. Dann ist das Alien das erstmal aufgetaucht. Bla. Aber das ist doch blöd, warum muss ich das jetzt nochmal spielen? Habe ich den falschen Spielstand geladen? Du musst den Knopf hier drücken. Hallo. Gehen Sie weiter mit Axel? Hallo. Hier, da ist der Knopf. Da musst du drücken. Den musst du auch auf deinen Knüppen. Muss ich mal ganz außen rum oder was? Oh, ne, warte mal. Hä? Was ist denn jetzt los? Hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche. Ach so. Ja, komm, du musst an den. Ah ja, alles klar. Schau mal, da ist der Knopf. Ich habe mich getäuscht. Das ist der richtige Knopf. Da musst du drücken, damit du sterben kannst. Komm, drück mal auf den Knopf. Komm. Put. Ja, das ist ja total geknackt. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich hab's. Ich nehme die hier und sie gehen zu dir auf der anderen Seite. Okay. Fertig. Auf 3. 1, 2, 3. Axel, hinter Ihnen. Was? So, retten Sie Axel, das geht ja eh nicht. Woher weiß ich das? Keine Ahnung, hab ich mal gehört. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. SpielbeerLP schreibt, die Speicherpunkte sind manchmal etwas weiter auseinander, also sterben empfiehlt sich nicht so. Das mag ja sein, aber das ist auch. Er schießt sie! Also, das ist designmäßig völliger Bullshit, weil. Jetzt mal ganz ehrlich. Warum soll ich diese Scheiße hier nochmal spielen? Das war ja nicht schwer an der Stelle. Ah, komm. Kann ich das wegklicken? Sie haben ihn getötet. So. Tot. Was soll das? Transitstation. Alter, das ist bekackt. Also das ist einfach bekackt. Das ist einfach eine designmäßig eine Scheiße einfach. Das muss man mal so sagen. Warum soll man das jetzt nochmal spielen? Das ist ja schlimmer als bei GTA. Ich weiß, ich muss jetzt gleich drücken, damit das Alien mich nicht wieder frisst.
Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Komm, schlaf auch du. Tür auf. Ich dachte, ich kann in dem Ding da noch irgendwie Sachen suchen, aber lass mal lieber. Zack. Tür ist zu und ab geht der Fisch. So, 23.04 Uhr. Wir spielen bis 0 Uhr. Wir feiern. Wir feiern gleich weiter. Und zwar GamesPlanet.com, meinen Partner. Und zwar den ersten Lunar Sale. Heute Nacht gibt es dann verbilligt Spiele. Ist oben eingeblendet hier im Livestream. Und wenn ihr da Spiele kauft, dann unterstützt ihr mich. Dixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Ist klar. Und Bums. Verstecken wir uns einfach mal, oder? Geht gar nicht. Ah, jetzt geht's. Weil ich's kann. So. Jetzt schaue ich mal, was ich machen muss als nächstes. Das ist so ein bisschen komisch. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ich überlege nochmal. Also, Axel hat gesagt, bla 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 im bla 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 bla. Okay, ich muss wieder einen Weg finden. Das heißt, ich muss einen Weg finden. Moment mal, hier bin ich hergekommen, ne? Das heißt, hier kann ich jetzt woanders hinfahren, wahrscheinlich. Da fällt mir ein. Kann ich irgendwo speichern? Okay, das sind lauter Spinde, in denen ich mich verstecken kann. Ist da irgendwo... Ah, da ist doch eine Diskette, ne? Das heißt, ich kann irgendwo speichern. Ja, ist ein bisschen komisch, ne? In der Zwischensequenz sieht man eine Kassette zu speichern und da auf der Map sieht man eine Diskette. Also das ist ein bisschen komisch. Macht aber nichts, speichern wir einfach mal. Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. So, und jetzt muss ich einfach mal ein bisschen alles wieder abklappern, ne? Sehe ich das richtig? Jetzt weiß ich es wieder. Das ist nicht konsequent. Das ist das, was ich sagen wollte. Zum einen hast du dann Stellen, da sagt es ja ganz, 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 ganz konkret, was du machen musst. Und dann sagt es einfach nur, lauf rum. Inkonsequent ist das. So, was haben wir hier? Security. Sag mal, ey. Im Systech-Turm. Da bin ich hergekommen. Maschinenraum-Plattform ist wieder was anderes. Solomons Habitat ist auch was anderes. Ah, wir gehen einfach noch ein bisschen weiter. Du kommst hier nicht rein. Ich habe keine Waffen, oder? Ja, dann kann ich ja durchgehen. Jo, ein Schacht. Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist, dass es dunkler wird. Genau, mach mal die Rosette auf.
Autsch. Ich bin Freundin. Moment mal, was soll das denn jetzt hier? Blöde Schlampe hat mich einfach angeschossen hier. Geht's noch? Hätte ich schleichen müssen? Ah, jetzt habe ich wieder falsche Taste gedrückt. Moment. Moment. So, also okay, die haben was gegen mich da irgendwie, ne? Aber ich muss doch da lang, wenn ich das richtig gesehen habe. Offensichtlich. Normalerweise würde ich jetzt hier die Ritzen durchsuchen, ne? Weil da ist ja dann meistens noch was zu essen drin. Wenn die Leute dann hier warten, dann bröseln die da immer alles rein. Ah, warte mal. ...127 Zuschauer, ich merke schon. Ihr müsst dann irgendwann langsam in die Schule morgen, ne? Aber denkt dran, ich habe noch eine PC-Version des Spiels zum Verlosen. Und zwar an zahlende Abonnenten. Ihr könnt noch abonnieren und dann habt ihr noch die Chance. Zack, haben wir. Wo ist denn die blöde Schlampe hin? Das Problem ist, also hier müsste ich wahrscheinlich lang, aber... Ah, ja, war klar. Komme ich ja gar nicht rein, ne? Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Das Gerät da, das erinnert mich irgendwie an, an meine Sparkasse. Da braucht man jetzt auch so ein Gerät zum Überweisen. Das muss man an den Bildschirm halten. Früher gab es noch normale TAN-Nummern. Jetzt muss man irgendwie ein scheiß Gerät an den scheiß Bildschirm halten. Okay. Wir werden sie finden und töten. Moment. Habe ich Vetorecht eigentlich? Marvin, der Gamer, wirst du nochmal Emergency zu Ende spielen? Nein. Das habe ich aber auch alles kundgetan schon. Ihr müsst meinen Kanal regelmäßig... Ich bin hier gar nicht. Bilde ich mir das ein? Oder ist... Hab dich! Verdammte Scheiße! Oh, leck mich am Arsch! Ich habe gedacht, ich habe hier Probleme mit Aliens oder sowas. Dann habe ich viel mehr Probleme mit Arschgesichtern. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Okay, wo war ich denn jetzt wieder? Wo muss ich denn jetzt wieder hin? Wo bin ich denn da lang? Nicht hier lang? Scheiße, ich hab's vergessen. Muss ich mich da vielleicht dann verstecken oder was? Hä, wo war ich denn? Scheiße. Ah, das regt mich jetzt auf hier. Wo soll ich denn jetzt wieder hin? Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich habe es jetzt wieder völlig vergessen, wo ich lang muss. Da kommt halt wieder der Orientierungssinn eines Nusshörnchens zum Tragen. Plasmaschneider, ey. Da bin ich hergekommen, oder? Boah, ey,
das ist... Nochmal der Reihe nach. Ich soll zu Seixen Communications im Systech-Turm. Also für Orientierungslegastheniker wie mich ist das ja nix, ne? Moment nochmal, ich bin hergekommen. Von hier. Gefühlsmäßig würde ich sagen, muss ich jetzt wieder da hoch. Bloß gefühlsmäßig ist für einen Arsch, weil ich eh keine Ahnung habe. Gefühl habe ich auch keins. Gut. Man könnte da rausrennen, dann da vorne wieder rechts und dann könnte man sich da eventuell verstecken, oder wie? Rechts. Geradeaus da durch. Die Treppe wieder runter. Verstecken. Das wird nichts mehr heute, Freunde. Das sage ich euch gleich. So von wegen Alien irgendwie. Nee. Wenigstens hat sie mich diesmal nicht getroffen. Hier drüben! Hier ist jemand! Meine Fresse, ey, so hysterisch, ey. Typisch Frau. Typisch Frau! So, die Ritzen lasse ich mal liegen, aber da war noch Schrott irgendwo, ne? Liegt der da auch wieder? So, aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Ich muss jetzt hier. Ich muss ja da durch, ne? Und das geht nicht. Dann haben sie mich entdeckt, da in der Ecke. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Autsch! Runtergefallen. Und jetzt? Okay, ich bin zumindest schon mal woanders. Wo auch immer. alles nehmen, alles nehmen. Rütz wie Ralles nehmen. Ach nee, das ist nur... Okay, das ist nur so ein Raum, wo man ein bisschen was findet. Ist aber nicht wirklich irgendwie was, was mir weiterhilft. Vor allem... Ich kann ja nicht speichern, ne? Ja, dann gehen wir mal da lang. Was bedeutet dieses Leuchten da oben? Ist das gut oder schlecht? Was? Neuverkabelung? What the fuck? Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen Sie eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten, steht Strom zur Verfügung. Oh nein, ein Rätsel. Ich will das nicht. Maus zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite. Fupp. Begeben Sie sich in neue Bereiche. Starten Sie Ablenkungsmanöver. Was? Ich habe keinen Plan, was ihr wollt. Ach komm, da habe ich keine Lust drauf.
Raum wechseln. Tasten bewegen. Stromzufuhr ein, aus. Ach so. Keine Ahnung. Interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ist mir zu kompliziert. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts mehr. Oh, geh mal bitte ein bisschen in Deckung, junge Frau. Da hinten kann man bestimmt noch irgendwas abgreifen. Das sieht aber so aus, als ob das irgendwelche komischen, wie heißen die Dinger? Kühltaschen. Ja, Tür verschlossen. Ist eine Neuverkabelung. Was weiß denn ich, hey? What the hell? Scheiß doch auf Neuverkabelung. Strom wiederherstellen, das verstehe ich. Das heißt, ich muss Strom wiederherstellen. Das heißt, kleine Kinder bitte nicht mit komischen alten Männern mitgehen. Boah, ey, das ist ein bisschen unübersichtlich, ne? Genau. Hauptsache Sorgen machen, dass man ausrutschen könnte. Neuverkabelung, bla bla bla. Ja. Boah, das ist überhaupt nicht meins, das Spiel. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist überhaupt gar nicht meins. Wie spät haben wir denn überhaupt? Fail mal öfter, ey. Was? Wer schreibt das? Virus V9 Live. Das Gerät an der Tür holen? Alles ist doch viel zu viel. Jetzt will ich doch gar nicht wissen. Harald, fail mal öfters. Ich muss wach bleiben. Wer schreibt das denn? Ich möchte immer ganz gerne die Leute nennen, die irgendwas geschrieben haben, aber, Neuverkabel, bla bla bla. Bin ich hier rausgekommen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht einfach durch die Tür und abhauen? Also ich komme auf dieser Ebene offensichtlich nicht dorthin, wo ich hin möchte. Also hier. Das ist ein Stockwerk höher. Das, wenn ich das so richtig verstanden habe. So. Und da ist dann hier dieses komische, blöde, verkackte Gangloch hier. Und dann gehe ich wieder da rein. So, dann gehe ich da und dann falle ich runter. Genau, so. Und dann gehe ich wieder zurück. Ach nee, hier war ich auch schon. Ich muss die Treppe laufen. Das war ganz ehrlich, im wirklichen Leben. Würde ich hier verzweifeln, würde mir einfach mal gepflegt das Leben nehmen. Da geht's doch raus, oder? Muss doch da rein. Nur? Ach so, ja, da war ja schon, da geht's ja nicht durch. Scheiße. Da haben sie mich erschossen. Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein.
bla 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 bla. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Genau, jetzt komme ich hier nicht rein, ne? So, jetzt muss ich ja weg, weil die mich gleich wieder umbringen wollen. Genau, ich war unten. Ich bin nämlich jetzt oben. Nicht unten. Siehst du was? Könnt ihr euch einfach... Aha! Moment. Hey! Hey! Ah! Ich kann nicht springen. Ach, da kommt noch einer. Scheiße. Leck mich. Ich will da rein. Rein, 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 rein. Rein, rein. Weg, 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 weg! Lauf! Runter! Uah. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich komme da nie wieder raus, ne? Scheiße, ey. So, wie ging das nochmal? Wie kann ich jetzt das Medikit nehmen? Mit R. So, jetzt habe ich das Problem nochmal zumindest schon mal gelöst. So, und jetzt komme ich aber nicht mehr hier raus. Jetzt haben sie mich entdeckt. Und speichern kann ich auch nicht. Das regt mich auf. Das regt mich auf hier! Oh. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in den Live-Chat. Ach, was weiß denn ich? Wenn ich jetzt da rausgehe, werde ich wieder... Warum kann ich jetzt nicht speichern? Ich meine, ich habe jetzt doch was erreicht. Ich bin zumindest geflohen, ja? Das ist doch bekackt, ey. Kann jetzt nicht das Alien aufkreuzen und die einfach alle aufessen? Ja. Ich meine, was soll ich jetzt davon halten? Da komme ich jetzt nicht mehr raus, oder? Ist richtig? Ich bin jetzt hier gefangen und komme nicht mehr raus. Ich habe keine Chance. Weil die Tür, die kriege ich ja nicht auf. Ich habe ja keinen Plasmaschneider. Die werden jetzt dort stehen bleiben und mich erschießen. Na gut, offensichtlich gehen die wenigstens wieder weg. Kann ich irgendwo speichern? Datenzelle finden. Also ich muss jetzt dann quasi mich eher rechts halten. Bloß wenn die mich wieder sehen, dann ist es am Arsch. Ich weiß ja nicht, wo die sind. Ich bin jetzt links gelaufen, weil ich das Gefühl habe, die sind rechts, aber ich muss rechts rum. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Oh, er hat sich gerade umgedreht. Habt ihr gesehen? Ich muss jetzt hier geradeaus und dann irgendwie links abbiegen. Ich weiß nicht, wem ich mehr traue. Dir oder den Syntheten? Jetzt kommt die da lang, oder wie? Dann habe ich eh verloren. Und wenn ich renne? Keine Ahnung. Ist euch aufgefallen, dass es kälter wird? Ja? Es ist Winter, du dumme Nuss?
Geradeaus und dann links. Im Zweifel renne ich jetzt dann einfach. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, auf welchem Stockwerk ich... So ein Scheiß. Ja, genau. Genau, so ein Scheiß. Endlich mal einer, der das erkannt hat. Ja, da kann ich nicht lang. Ah, komm, geh weg. Scheiße. Ja, zum Glück schießt er so voll bescheuert. Ah, nee, komm, leck mich am Arsch. Ich renne jetzt einfach da lang. Ist mir jetzt wurscht. Ich hab keinen Bock mehr auf den Mist. Fickt euch! Fickt euch! Anscheinend ist jetzt Bild wieder da. Sehr schön. Wo muss ich denn hin? Ah, leck mich am Arsch, ey. Ach man, ist halt Arschlöcher. Alles Arschlöcher außer Mutti. Warte mal kurz. So. Lobby. Datenzelle finden. Verdammt, ey, ich war schon viel weiter, ey. Fuck! Siehst du was? Nee! Gar nichts, keine Sau ist da! Jetzt kommen die Treppe runter, ne? Oder? Los, wir schaffen das. Na los, irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Könnt ihr nicht einfach ein bisschen ficken gehen oder so? Meine Fresse. Scheiße, wie ging das nochmal mit dem Inventar? Wie ist es nur so weit gekommen? Auf Rettung können wir lange warten, oder? Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Lalalala. Wie lange noch? Ich bleib jetzt hier 20 Minuten stehen und dann haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, da oben ist wieder einer. Fuck you, ey. Fuck you. Fuck you, Goethe, ey. Ich muss wahrscheinlich hier rein, oder wie war das? Keine Ahnung. Kein Plan. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Man sieht aber auch nichts, ne? Psst. Ich hab was gehört. Nee, nee, das täuscht. Ach, Mensch. War nichts weiter. Fick doch die scheiß Raumstation, Fee. Die ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Wie geht denn es mit... Ich hab's vergessen, ey. Scheiße, Inventar. Nee, keine Ahnung. Sonst hätte ich jetzt irgendwie... Ich hasse Siegsen. Wie soll ich denn da wieder wegkommen? Ja, natürlich steht er da. Ist auch klar, dass er da steht hier. Bleib wach, du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Hast du gerade Depp gesagt zu mir? Hast du gerade Depp zu mir? Ich habe nicht mehr eine Waffe. Geh weg. Wir schaffen es, das verspreche ich. Ja, was denn? Ich will doch nur hier irgendwie...
Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Ja, ich auch nicht. Sprichst du mit mir? Nee, ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Ah, leck mich doch am Arsch. Ja, steht doch einfach da rum. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Genau, geh mal da die Treppe hoch. Super Idee. Geh mal die Showtreppe. Was war das? Nix! Schwarzer Mann, nix! Oh Gott! Leck mich doch am Arsch. War nichts weiter. Nee, war auch nix. Du bist blind, ne? Der war schwarz und der heißt Stevie Wonder, zum Glück. Oh Gott. Wie kann ich denn diesen komischen, wie heißt das, den Wagenheber in die Hand nehmen? Da würde ich dir mal einen BAM hinten auf den Kopf hauen. Geht es nicht? Kann ich den nicht einfach umhauen, den blöden Penner? Das könnt ihr mal bitte in den Chat reinschreiben hier. Oh, da kommt der nächste, ey. So viel Verkehr hier wie in einem Porno, ey. Als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Ja, genau. So komme ich mir auch vor. Da läuft wieder einer lang. Das ist doch zum Eierlegen hier, ey. Ah. So weit war ich schon, ne? Ich war da schon irgendwie auf dem Weg. Dahin, aber... Da oben ist wieder einer von den Pennern! Jetzt. Nix. Gar nix, war nix. Ich hab's im Griff. Was? Wo denn? Ach ja, ist klar! Ah, leck mich doch! Medikit. Ach nee, nicht reparieren. Nein! Hallo, hier bin ich, komm! Na los, komm! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Ja, komm! Na komm! Na! Komm doch, du kleine Schlampe! Du findest mich nämlich nicht! Ich verstecke mich einfach im Schrank. So! Fupp! Pam! Oh, cool, Fotos. Ich kann bloß leider nicht so sehr weit rumschauen. Jetzt gehen sie alle. Das ist aber schlecht, weil ihr könnt das Spiel noch gewinnen. Ich will nochmal wissen, wie kann ich das blöde Ding hier, diesen scheiß Wagenheber in die Hand nehmen, wie kann ich das machen? Ich weiß es nicht mehr. Q ist irgendwie basteln, ne? Das geht aber nicht, weil da fehlen mir noch die Bauteile. Ich möchte euch an der Stelle mal was empfehlen. Und zwar den Test zu diesem Spiel auf der Seite gamersglobal.de. Die mussten ganz übel einstecken von Fanboys, die das Spiel total geil finden. Hallo! Ah, keiner mehr da?
Aber die haben einfach recht. Ja, ich gehe jetzt dahin, hole wieder das Funkgerät, dann kommen die wieder, dann töten sie mich, dann schreie ich. Mann, ey, das regt mich auf, ey. Ein Zugangsgenerator. Ja, ja, komm. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. So, jetzt renne ich erst nochmal zurück. Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay, wir werden sie finden und töten. Na komm, ich verstecke mich im Spind. Hallo. Ah, das sind sie ja alle drei. Tick, Trick und Track. Ich muss da vorne rechts, ne? Das heißt, die müssten alle nach links gehen und dann würde ich nach rechts abbiegen und dann wäre alles gut. Ja, geht halt bitte alle nach links. Hallo. Ah, ihr blöden Arschgeigen. Ja, die teilen sich auf, ey. Das ist ja voll fies. Ah. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt die Waffe da. Sehr gut. If I had a hammer. A hammer in the morning. A hammer in the evening. Nee, mir geht's beschissen, du Arsch. Frag doch nicht so scheinheilig, du Pisser! Jetzt will ich ihn nur umbringen. Geh weg da! Ich muss da vorne rechts abbiegen. Ja, genau da muss ich hin. Ich pack das nicht viel länger. If I had a hammer. Noch jemand gesehen? Nö. Ich hab nichts gesehen. Scheiße, er hat was gesehen. Ach toll, ein Plasmascheider. Ja, toll. Kann ich bitte springen? Kann ich bitte springen? Ich kann nicht springen. Scheiße, ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Geh auf, Tür. La, 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 la. Moment, wo war? Wo war das Versteck? La, 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 la. La, 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 la. Die kommen nicht bis daher wahrscheinlich, ne? Die kommen ja auch gar nicht da rein. Das wäre auch zu einfach. Geh rein! Der geht nicht rein. Warum versteckt sich der jetzt ja nicht? Ihr glaubt mir das nicht, ne? Ich drücke jetzt auf E. Bleibt mal da stehen. So. Hier. E. Geht nicht. Ist kaputt. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ah, leck mich doch am Arsch. Aber Hauptsache dramatische Musik, ne? Ach, neun Verdienstpunkte. Arsch lecken. Ist da noch irgendwo ein anderes E? Wenn man verfolgt wird, kann man sich nicht verstecken, ne? Klingt logisch. Ah, leck mich doch. Ah. Man muss das eh gedrückt halten. Ich weiß zwar nicht warum. Weil das E hat ja keine andere Funktion in dem Moment als verstecken, aber... So, wie kann ich jetzt...
Wie kann ich jetzt einen Heildingsbums nehmen? Ja. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Leck mich doch am Arsch. Du blöde Schlampe! Wie kann ich jetzt einen Heildingsbums nehmen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, wie ich eins basteln könnte, theoretisch. Aber wie kann ich das jetzt in die Hand nehmen? Ich hab's vergessen. Gibt's das hier irgendwo? Optionen? Spiel? Oh, ich kann den Schwierigkeitsgrad senken. Geil. Ah, Steuerungsübersicht. Okay. Zum Glück sagten es jetzt die Steuerungsbelegung fürs Gamepad. Da bin ich aber froh. Ah, leck mich doch, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Abonnent, hip, hip, hurra! Ja, schön. Ein Mitleidsabonnent. H-I-K-L-M-O-P-Q. Ich weiß nicht, wie man dieses blöde Scheiß-Heilding jetzt nimmt hier. Die kommen eh nicht hier lang, ne? Könnt ihr vergessen. Ah ne, ich muss doch da lang. Mit der Maus draufklicken im Inventar. Ich weiß doch nicht, wie ich ins Inventar komme, weil bei I geht ja nichts. Bei Q kommt nur dieser scheiß Bastelmodus hier. Dreck. Mausrad geht auch nicht. Ah, jetzt hat er es gerade in der Hand gehabt wieder. Warum? Warum hat er das jetzt? Egal. So. Ja, da ist wieder der Arsch. So, also die Tür rechts war falsch. Die Tür rechts ist aber nicht falsch. Ich muss dann wahrscheinlich irgendwie wieder... Ach komm, ich muss irgendwie die Treppe hoch. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Fühlt sich einfach so falsch an. Ja, das stimmt. Ossi Gaming hat ein Abo abgeschlossen. Hallo, Randy. Schön. Du bist gerade bei Not gegen Elend. Ich muss da oben rein wahrscheinlich, ne? Da, wo der gerade langläuft. Da muss ich hoch. Jetzt hat er mich gesehen, ne? Ich muss aber da hoch. Genau da muss ich hin. Jetzt kommt er wieder runter, der Arsch. Das können wir noch stundenlang spielen hier. Das ist kein Problem. Ich habe noch ein Spiel zum Verlosen übrigens, ne? Wie viel Uhr haben wir denn? 3 Minuten noch. Sag mal, Randy, willst du das Spiel gewinnen oder warum hast du jetzt ein Abo abgeschlossen? Du willst das Spiel nicht gewinnen, glaub's mir. Los, wir schaffen das. Ja, warum läuft denn der immer da? Ich dachte, das kotzt mich so an hier, ey. Wir schaffen das Versprechen. Der stellt sich da oben hin, ne? Jetzt kommt er wieder runter. Da ist noch einer. Wo ist die blöde Schlampe? Wenn wir 0 Uhr haben, dann renne ich los. Dann ist mir das jetzt wurscht.
58. Ich muss da hoch, glaube ich. So ein Scheiß. Ja, ja! Endlich mal einer, der es erkennt! Geh weg da. Und zwar nach links. Geh nach hoch. Geh zu der Frau. Boah, leck mich am Arsch. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt geh ich da hoch. Wir sind nicht allein. Ja, ich bin auch nicht allein. Du kannst mir am Arsch lecken. Da geht's nicht rein. Da geht's nicht rein. Da ist auch zu. Was ist das? Das ist auch nicht das Richtige. Da ist rot. Fuck you! So, das war's. Game over. Keine Lust mehr. Feierabend.